Tov, meine Lieben. Baruch Hashem, jeder hat schon zu Hause seine Küche koscher gemacht, ein paar Tage vor Pesach. Und die Frau, der Mann, die Kinder, die Köchin, die Putzfrau, wer auch immer, haben sicher schon begonnen mit dem Kochen für Pesach. Deshalb wollen wir uns heute konzentrieren auf Leil HaSeder. Leil HaSeder, diesen Freitagabend. Der wahrscheinlich wichtigste Abend im jüdischen Jahr, wo wir um den Tisch sitzen und vier Mitzvot erfüllen. Vier Mitzvot erfüllen wir zu Leil HaSeder. Und eigentlich nur zu Leil HaSeder. Pesach dauert 7 Tage in Israel, 8 Tage im Ausland. Und alle diese Vorbereitungen für Pesach, schon lange Zeit davor, alles mündet zu dem Höhepunkt von Leil HaSeder, diesen Freitagabend, erste Nacht. Im Ausland, Samstagabend, zweite Nacht. Aber es geht eigentlich nur um diese Abende. Ganz Pesach ist für Leil HaSeder. Und alle Mitzvot, alle für Mitzvot von Pesach erfüllen wir Leil HaSeder. Mhm. Nach Leil HaSeder, es gibt doch das Verbot von Chametz. Ja, Chametz haben wir, ganz Pesach. Aber die Mitzvot haben wir nicht. Es gibt keine Mitzvot in den weiteren Pesach-Tagen. Deshalb, wir müssen diese vier Mitzvot gut lernen. Wir müssen wissen, wie wir sie richtig erfüllen, damit wir sagen können, wie wir sagen am Ende der Haggadah, kenn? Ashana, Shana, Bab Yerushalayim. Was meinen wir damit? Was war das? Was war das? Wir haben Leil HaSeder gemacht, perfekt, sodass wir schon nächstes Jahr in Yerushalayim sein können, weil wir das richtig gemacht haben, okay? Und deshalb auch der Name Seder. Warum Leil HaSeder? Was bedeutet? Was ist Seder? Ordnung. Ja, wir haben das Wort Seder noch irgendwo. Sidur. Mhm. Was ist Sidur? Alle sagen Gebetsbuch. Ja, aber was bedeutet Sidur? Sidur heißt geordnet. Mhm. Sidur. Seder. Makesher. Leil HaSeder ist der geordnete Abend, wo die Chachamim gesagt haben, auch der einfachste Mensch, wenn wir es mild ausdrücken, wir werden ihm das so auftischen, er muss nur nach dem Buch gehen. Er muss nur die Stationen machen nach dem Buch und er kann nichts falsch machen. Schritt für Schritt, alles steht ganz genau, was er musst du sagen, wie musst du sagen, damit jeder diesen Abend richtig machen kann. Gut, bevor wir reden über die Schritte und jeder kennt es in der Agada, schauen wir uns bemerkt diese vier Mitzvot an von Leil HaSeder. Die erste Mitzvah und die wichtigste Mitzvah von Leil HaSeder, das muss man dazu sagen, ist die Mitzvah Vehigadeta Lebincha. Ist die Mitzvah über den Auszug aus Ägypten zu erzählen. Das ist damit die wichtigste Mitzvah zu Leil HaSeder. Wir erfüllen sie nicht mit Essen, nicht mit Brachot in dem Sinn. Wir erfüllen sie, indem wir sie sagen, sprechen, lernen. Aber das ist die wichtigste Mitzvah von Leil HaSeder. Dass wir die Haggadah erzählen. Und mit Haggadah meine ich den Punkt 5. Magid. Magid bedeutet die Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Ja, man beginnt mit Ma nishtana halayla hazeh, die vier Fragen, die das Kind fragt. Und dann beginnen wir zu erzählen, Avadim ha'inu und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist der Part Magid. Mhm. Und ich sage das Jahr für Jahr noch einmal, Leil HaSeder ist nicht eine Zeit, wo es ums Essen geht. Ja, Shabbat, Nachtgedusch isst du gleich. Aber Leil HaSeder ist nicht ein Abend, wo es um das Essen geht. Es ist ein Abend, wo es darum geht, zu erzählen, den Auszug aus Ägypten, die Geschichte neu zu erleben. Deshalb, der Magid-Part ist hier sehr, sehr wichtig. Das ist der einzige Part, wo wir nichts essen. Wir essen nichts. Wir tun eigentlich gar nichts, außer zu erzählen. Keine Tilat Yadayim, kein Brechen der Matzah, kein Eintunken in Salzwasser, Karpas. Wir erzählen nur die Geschichte. Dieser Part ist sehr wichtig und deshalb es gibt wirklich, die Halacha sagt ausführlich, dass wer diesen Part nicht richtig macht, er hat diese Mitzvah versäumt. Wer nicht erzählt hat über den Auszug aus Ägypten, wie es in der Haggadah steht, er hat die Mitzvah nicht gemacht. Deshalb muss man gehen, Schritt für Schritt, wie es im Buch steht. Nach Ordnung, man muss nicht alles erklären, aber jeder sollte seine Haggadah haben, in seiner Sprache. Er sollte mitlesen, für sich leise. Man kann gewisse Dinge laut sagen und ein paar Wörter dazu erklären. Geht auch. Aber wichtig ist, dass jeder sein Buch hat und selber mit und selber liest diesen Haggadah-Part. Gewisse Dinge singt man, da gibt es viele Traditionen, viele Bräuche. Wichtig ist dieser Haggadah-Part. In jeder Sprache kann man das lesen.
muss nicht sein in Lashon HaKodesh. Wichtig ist, dass jeder ein Buch hat. Nichtsdestotrotz, die Halacha sagt, wenn jemand nicht lesen kann, eine alte Person, na gut, Analphabeten, das ist, finden wir heute sehr selten, okay, aber nehmen wir an, irgendein Analphabet, er erfüllt die Mitzvah der Haggadah, auch indem er sie hört. Aber dann muss er sie auch verstehen. Muss verstehen, die Haggadah. Also muss sie ihm erklären. Okay, jetzt, wenn wir reden über Verklären, alles muss ich ihm erklären. Manchmal sitzt du an einem Tisch und dort liest niemand mit. Und du flätest den Seder und niemand liest mit. Alle wollen von dir hören. Erklär! Mhm. Und wenn du beginnst, Wort für Wort zu erklären, bist du fertig um 3 Uhr in der Früh. Nein? Nein, damit es gibt bestimmte Episoden, die müssen erklärt werden. Und damit, Michi hatte sie in der Hand, es gibt hier diese Broschüre, diese Broschüre. Und hier ist der ein Haggadah-Part drinnen, verkürzt. Und wenn man diese Teile sagt in der Haggadah, dann hat man die Mitzvah gemacht. Also für jemanden, dem das zu lang ist, für sich selber, er kann auch das sagen, was hier steht. Ja, es beginnt mit sogar das Manishtana steht hier nicht drinnen, weil es ist nicht lebensnotwendig. Aber es beginnt mit Halach Ma'anya, das Brot der Ärmel. Oh, Entschuldigung, das Manishtana ist auch drinnen. Manishtana, hier, Seite 12. Dann Avadim Ha'inu, dann am Anfang waren Petrila. Ja, das ist auf Seite 12 beginnt das. Es sind hier 3 Seiten. Also ganz kurz, das Kürzeste. Und das Allerwichtigste sind diese 3 Dinge, die Rabban Gamliel gesagt hat. Wer diese 3 Dinge nicht erwähnt hat, die Mitzvah nicht erfüllt. Pesach, Matzah und Maror. Und da muss man wirklich erklären, diese drei Dinge. Steht auch hier drinnen. Ja? Wo sind diese Punkte? Hier. Beginnt auf Seite 13. Der Rabban Gamliel lehrte, wer am Pesach nicht folgende 3 Dinge erwähnt hat, sich seiner Pflicht nicht entledigt. Unten. Ganz unten. Denn, also das ist die Mitzvah von, jetzt möchte ich, ihr müsst wissen, dass bei der, wenn wir Leila Seder Rizn, die Haggadah erzählen, Ad Kedekach ist das liebevoll, dass nicht nur die Engel hinunterkommen zu uns. Das heißt, Gott hat viele Engelscharen, eine Armee voller Engel. Sie machen oben, was sie, wir haben keine Ahnung, was da oben passiert. Zu Leila Seder kommen sie alle und hören uns zu. Alle Engel kommen uns zu Gott höchstpersönlich, so wie in der Pessachnacht er höchstpersönlich durch Ägypten gezogen ist, um die Erstgeborenen zu schlagen und uns zu erlösen. Auch zu Leila Seder, Gott kommt zu uns und hört zu, wie seine Kinder erzählen vom Auszug aus Ägypten. Das ist also eine sehr, sehr heilige Nacht. Alle erwarten Eliyahu Hanavi, dass er kommt. Aber Bemet, Gott kommt. Und ob er kommt oder nicht kommt, wissen wir nicht. Kommt er nicht. Aber Gott kommt immer. Gott kommt höchstpersönlich. Mit all seinen Engelscharen zu uns und hört sich an, wie wir die Haggadah erzählen. Also das ist ein sehr, sehr gehobener, sehr geheiligter Abend. Da soll man sich bemühen, das richtig zu machen. Und das ist, indem wir wirklich die Haggadah folgen, Schritt für Schritt. Okay, also das ist mal eine wichtige Mitzvah, zu erzählen vom Auszug aus Ägypten, wie es in der Haggadah steht. Deshalb mein Vorschlag für euch, wenn ihr den Seder leitet, dann gewiss diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben in der Broschüre, sagt ihr laut, erklärt sie und alles andere dazwischen könnt ihr leise sagen, schnell. Schnell sagen für euch und die anderen warten, plappern unter sich ein bisschen, dann gewisse Dinge sagst du dann wieder laut, wie sie hier stehen. Ja? Okay. Gut. So, diese Mitzvah ist eine Mitzvah von der Torah. So, erzähl vom Auszug aus Ägypten ist eine Mitzvah der Oraita. Mitzvah von der Torah. Also nicht Rabbanan oder so, Mamash, Doraita. Zweitens, Matzah essen. Wir haben letzte Woche geredet viel über die Matzah. Und Leila Seder haben wir die Pflicht zu essen, Matzah Shmura. Also Matzah, wir haben es letztes Mal erklärt, wo man schon gehütet hat, das Weizen, als es schon geerntet wurde. Noch bevor, nicht erst ab dem Mehl, ab dem Mahlen der Weizen, sondern wo es schon geschnitten wurde. Das ist Matzah Shmura. Leila Seder haben wir die Pflicht, Matzah Shmura zu essen. Matzah Shmura, wie viel wir sollen essen zu Leila Seder? 3 Mal Kesait.
3 mal 27 Gramm. Mhm. Einmal, und das bei 3 verschiedenen Stationen. Einmal, wenn wir die Bracha sagen, Alachilat Matzah. Einmal, wenn wir Matzah mit Maror essen, das ist Korech. Und einmal, wenn wir den Afikoman essen. Ja. Es gibt 3 Stück Matzah. Und diese Matzah muss ein Matzah Shmura. Wenn jemand möchte Matzah essen mit Suppe im Laufe des Abends, kann er auch nehmen andere Matzah. Aber diese 3 Matzot, merkt euch, das sind halbe Runde, jede halbe Runde Matzah ist 27 Gramm. Mehr oder weniger. Okay? Ich rede, die man kauft kiloweise, nicht die man kauft in 3er Stück, weil dort sind diese Matzot kleiner. Wenn man kauft kiloweise, sind das große Matzot. Und jede Matzah ist ungefähr, jede Matzah ist ungefähr 2-mal gesalzen. Das heißt, du brauchst 3-mal, jeder braucht 1,5 Matzot. Schmura. Also wenn du hast 10 Leute, dann brauchst du 15 Matzot Schmura. Ja? Das ist ungefähr 1 Kilo. 1 Kilo hat ungefähr 20. Damit alle genug haben. Passt? Gut. So, diese Matzot, das ist die Pflicht. Warum essen wir gerade 3 Stück Matzah? Auch bei der Keara, Sederplatte, haben wir auch 3 Matzot. Und auch die Mitzvah sind 3 Matzot, ne? Gut, alle wissen, Kohen, Levi, Israel, stimmt's? Avraham, Yitzchak, Jakob. Also das ist alles richtig. Aber bei Medbemet, wir essen 3 Matzot und haben auch 3 Matzot in unserer Seder, Kearata Seder, wegen den 3 Gründen, warum wir Matzah essen. Aus 3 Gründen essen wir Matzah. Erstens, weil unsere Vorväter in Ägypten haben Matzot gegessen. Was ist Matzot? Sie waren Sklaven. Sie hatten keine Zeit zu warten, dass ihr Teig gärt. Sie mussten arbeiten ganz. Sie haben Teig gemacht und sofort gebacken und gegessen. Das nennt sich die Matzah das Brot der Armen. Das Brot der Sklaven. Keine Zeit. Schnell. Erster Grund. Zweiter Grund. Wir essen Matzah, weil zu Leil HaSeder haben wir bekommen Mitzvot. Erster Leil HaSeder war in Ägypten, wir haben Mitzvot bekommen. Der erste Mitzvah, wir haben Pessachopfer, ja, jeder musste nehmen ein Lamm, es vorbereiten, man musste essen Matzah zu Leil HaSeder, mit Rucksack und Stock in der Hand. Ja? An diesem Abend, wo draußen war, Makat Bechorot, die Plage der Erstgeborenen, wir sind gesessen zu Hause in unseren Hütten, haben Matzah gegessen, Pessachopfer gegessen. Wir haben erzählt über die Wunder, die Gott uns gerade macht, dass wir morgen ausziehen werden. Und das war eine Halacha, das war eine Pflicht. Das war ein Gebot von der Torah, dass wir machen sollen Matzot, ungesäuerte Brote. Nicht, weil wir keine Zeit hatten. Weil das war die Mitzvah. Gott hat gesagt, ihr sollt essen ungesäuerte Brote. Zweiter Grund. Dritter Grund. Warum ist denn der dritte Grund Matzot? Das ist das, was eigentlich alle wissen. Weil als wir aus Ägypten, was wir ausziehen wollten aus Ägypten, mussten wir schnell ausziehen. Hopp, hopp, die Ägypter wollten uns rauswerfen. Geht, geht, geht. Kein verzögert euch, kein Moment. Und wir hatten keine Zeit zu warten, dass der Teig gärt. Da haben wir schnell Matzot gemacht, Matzot, und wir haben gegessen Proviant für die Reise nur Matzot. Das sind diese 3 Gründe, warum wir Matzah essen. Mhm. Und deshalb haben wir 3 Matzot. Die Mitzvah sind 3 Kesait, 3 Stück Matzot. Und auch in Skerat HaSeder haben wir 3 Matzot. Und damit, wenn wir uns das anschauen, diese 3 Gründe, sind ja auch, was die Bedeutung der Matzah. Einerseits sagen wir Halachmania, das ist das Brot der Armen, bedeutet, dass unsere Vorväter in Ägypten gegessen haben, als sie Sklaven waren. Nachon. Aber andererseits sagen wir, das ist das Brot der Emuna, das Brot des Glaubens. Was hat das mit Glaube zu tun? Weil laut dem ersten Grund, wir waren Sklaven, wir hatten keine Zeit, aber laut den anderen 2 Gründen, das ist das Brot des Glaubens. Gott führt uns aus Ägypten hinaus. Wir haben ihm geglaubt an diesem Abend. Wir haben Brit Milah gemacht. Habt ihr gewusst, alle haben dort Brit Milah gemacht an diesem Abend? In Leil HaSeder oder? Davor gelungen. Am Tag davor. Es steht geschrieben, dass Am Israel hatte keine Mitzvot. Sie waren nicht privilegiert. Hat Gott gesagt, 2 Mitzvot brauche ich von euch. Brit Milah. Sie waren nicht beschnitten. Nur der Levi-Stamm war beschnitten. Weil sie waren Sklaven, sie konnten sich nicht besteigen lassen. Also mit Brit Milah sind sie dann hier rausgegangen? Ach, jetzt, ja. Am wievielten Tag? Sofort! Ja, das war ja Paschut, diese Geschichte. Das heißt, das war ein großes Vertrauen in Gott. Du gehst in die Wüste,
Was gibt's dort? In Ägypten hast du zumindest deine Hütte, hast du irgendwo dein Stroh zum Schlafen, aber in der Wüste hast du gar nichts. Deshalb ist die Matzah das Brot der Emunah. Und aus diesem Grund essen wir Matzah auch zu Leila Seder. Das heißt, wenn wir zu Leila Seder Matzah essen, woran müssen wir denken? An diese drei Sachen. Wir erinnern uns daran, dass wir Sklaven waren und sagen, lieber Baruch Hashem, Gott hast du uns befreit aus Ägypten. Ohne dich wären wir noch immer Sklaven. Wo wären wir bis? Wir wären irgendein Volk. Es gibt so viele Völker auf der Welt, wir würden untergehen. Ja? Es gibt Völker, der Namen kennst du nicht einmal. Ich bin sicher, ich auch nicht. So viele Völker. Es gibt kleine Völker, du weißt nicht, weil das es sie gibt. Wir wären auch nur in dem Volk gewesen. Gott hat uns befreit aus der Sklaverei, hat uns die Tora gegeben, hat uns gemacht zum auserwählten Volk. Und das haben wir in der Agada. Wenn Gott uns nicht befreit hätte, werden wir und unsere Kinder und Kinder noch immer Sklaven in Ägypten. Ja? Also wir danken Gott dafür, dass wir keine Sklaven mehr sind. Deshalb, wir essen. Ehrende dich, von wo du kommst. Und wie Gott dich befreit hat. Und dann, das ist das Brot der Emunah. Wir essen die Matzah, und weil wir in Gott vertrauen. Das ist interessant. In der ganzen Torah wird nicht genannt Pesach Pesach. Wie wird in der Torah das Fest Pesach genannt? Es wird genannt Chodet, das Fest des Frühlings. Und Chag HaMatzot, das Fest der Matzot. In der Torah steht nicht Chag HaPesach. Woher kommt der Name Pesach? Ja, aber weil der Name, das Fest wird nicht so genannt, die Chachamim haben gegeben dem Fest den Namen Pesach. Aber in der Torah wird Pesach nicht erwähnt, es wird Chag HaMatzot erwähnt. Lama, das hat einen Grund. Die Torah nennt das Fest Chag HaMatzot, weil sie möchte unser Lob erwähnen. Schau, haben Israel aus Ägypten ausgezogen, sie haben mir blind vertraut. Sie haben sich gemacht, Brot, ohne zu gern, das ist ein Fest der Emunah. Wie gehen sie so nach Ägypten raus? Nach der Brit, mit Frauen, mit Kindern, mit... In der Ägypten kannst du sterben an einem Tag, verdurstest du, erledigt. Aber sie haben mir vertraut, Chag HaMatzot, sagt die Torah. Und wir nennen, die Chachamim sagen, wir nennen das Fest Chag HaPesach. Warum? Weil damit drücken wir unsere Dankbarkeit zu Gott aus, dass er unsere Wohnungen, unsere Hütten übersprungen hat, als er die Ägypter geschlagen hat. Also, Gott lobt uns, Chag HaMatzot, und wir loben ihn, Chag HaPesach, sagen wir. Okay? Okay? Das ist also die Mitzwa zu Leila Seder, essen wir diese drei Stück Matzah. Das ist die Mitzwa. Drei Stück. Einmal bei Mozi Matzah, einmal bei Korech, einmal bei Afikoman. Drei Stück. Marega ist Barno. Shalosh, drei Gründe, warum wir essen drei Stück Matzah. Weil wir haben gegessen Matzah, weil wir Sklaven in Ägypten waren. Es gab keine Zeit, dass der Teig gärt. Zweitens, weil Gott gesagt hat zu Leila Seder in Ägypten, macht Matzot. Und drittens, weil wir als Ägypten rausgegangen sind, hatten wir keine Zeit, dass der Teig gärt, weil die Ägypter wohl haben uns rausgeschmissen. Schnell, schnell. Okay? Deshalb essen wir drei Matzot. Okay? Der erste und dritte sind ja identisch. Bitte? Der erste und dritte Grund sind ja eigentlich dieselbe Grund, nicht? Nein, weil der erste Grund ist, weil wir waren Sklaven. Der dritte Grund, wir waren keine Sklaven, wir waren schon frei. Der dritte Grund, wir waren ja keine Sklaven mehr. Bemet, du fragst eine gute Sache, warte, die Ägypter haben uns rausgeschmissen? Die Ägypter haben gezittert vor Angst vor uns. Die Juden hatten Angst vor den Ägyptern. Die Ägypter haben gezittert vor uns. Was heißt, wir gehen schnell raus. Und wenn wir Nein gesagt hätten, sie hätten uns daran gehindert zu bleiben? Die Erklärung ist, wir sind nicht aus Ägypten schnell rausgegangen wegen den Ägyptern. Weil wenn wir nicht gehen, werden sie uns vielleicht aufhalten, werden es sich anders überlegen. Wir sind aus Ägypten schnell rausgegangen in Hast wegen uns. Gott hat befohlen, geht schnell aus Ägypten raus. Schnell. Nicht wegen den Ägyptern, wegen uns. Weil Gott hat, es gab den Verdacht, dass vielleicht die Juden möchten doch lieber bleiben. Sie möchten vielleicht doch lieber bleiben, weil das ist das, was sie kennen. Sie kennen nichts anderes. Und der Mensch möchte lieber so bleiben, wie er ist. Er möchte sich nicht verändern. Deshalb Gott hat gesagt, geht raus, geht aus Ürum. Ihr müsst rausgehen von eurem, müsst fliehen von eurem Ezera, damit ihr nicht sagt, nein, ich möchte doch lieber in Ägypten bleiben. Ah, war nicht so schlecht. Avodah Zarah, Averot. Kein Sklave zu sein, hat auch seine Vorteile. Du hast ein Sklave, du bist ein Sklave. Du bist, mit Gott hast du nichts zu tun, du bist ein Sklave. Du hast einen Mensch als Herr über dich.
Und der stirbt ihm dann auch. Dann bist du frei. Aber Gott ist immer über dir. Kannst du nicht mehr loswerden. Gelo. Und deshalb, sie mussten schnell aus Ägypten rausgehen. Gott hat gesagt, geht schnell aus Ägypten raus, damit ihr nicht rückfällig werdet. Und so zwei verschiedene Sachen. Und deshalb, wir essen Pessach auch. Das ist die ganze Bedeutung von Matzah, ist ja, den Menschen beizubringen, dass er sich befreien soll von seinem Yetzerah. Er verändert seine Essgewohnheiten. Er soll sich befreien von seinem Teva, Natur, Simulev. Bei der Matzah gibt es etwas sehr Besonderes. Die Natur von einem Teig ist es zu gären. Das ist seine Natur. Mehl, Wasser, nach 18 Minuten ist gärt. Brauchst du keine Hefe, brauchst du gar nichts. Und hier kommt die Torah, wir machen Matzah und setzen der Natur der Matzah entgegen. Sie soll nicht gären, wir machen was gegen seine Natur. Das ist die Matzah. Wir essen Matzah, um zu sagen, wir auch müssen gegen unsere Natur gehen. Unsere Natur ist, mir gefällt es so, wie ich bin. Ich möchte bleiben, wie ich bin. Vielleicht weiß ich, dass es nicht richtig ist, aber lieber, der Mensch möchte lieber bleiben, was er ist, auch wenn er weiß, es ist nicht richtig, weil es ist schwer, sich zu verändern. Und die Matzah, wir essen Matzah, das ist Emunah. Was ist Emunah? Obwohl dir das schwer ist, du machst, weil du glaubst an etwas Höheres. Nicht. Es geht nicht nur um das, was dir angenehm ist. Es geht auch Dinge von Überzeugung, von Emunah, von. Okay? Okay. Die waren nur jetzt, also das muss ein Matzah-Schmura. So, Bemet, diese drei Matzot, der Halacha sagt, man muss sie essen so, ohne nichts, ohne gar nichts. Du kannst nicht essen die Matzah mit Suppe. Das ist nicht die Mitzvah. Ja, Bekoshi die Sfaradim. Die Ashkenazim tun nicht einmal die Matzah in Salz reintun bei der Bracha. Sfaradim tun in Salz reintun. Auch so Bekoshi. Warum? Weil die Mitzvah ist es zu essen, die Matzah wie sie ist. Ohne Geschmäcke, ohne irgendeinen Geschmack. Weil du musst die Matzah essen. Die Matzah netto. Okay? Und deshalb auch den Afikoman. Wir essen so. Ohne Zusätze. Dazwischen kannst du essen, was du möchtest. Aber die, und gut, Korech, wir machen es mit Maror zusammen, weil es gibt eine halachische Sache. Okay? Aber jetzt aber auch der Afikoman, den wir essen. Die Halacha sagt den Afikoman, was wird Afikoman? Nachspeise. Mhm. Afikoman soll man essen, bitte erwohnen. Schamate? Man muss den Afikoman essen mit Appetit. Was auch noch nichts essen. Appetit. Und die Halacha sagt, Beinhard, wer den Afikoman isst, er drückt ihn nur hinunter, weil er möchte nicht mehr essen. Er hat die Mitzvah nicht erfüllt von Afikoman. Ja? Du isst es nur bekoach, du möchtest es nicht mehr. Es ekelt dich schon an, du bist so voll. Du hast die Mitzvah von Afikoman nicht erfüllt. Und nochmal betonen wir, Leila Seder ist nicht ein Fest fürs Essen. Es ist ein Fest für die Mitzvot, die haben alle mit Essen zu tun. Aber wir müssen die Mitzvot essen, nicht? Wir müssen unseren Bauch sparen für die Mitzvot. Und deshalb, egal, wir können essen, was wir wollen dazwischen, aber müssen immer im Kopf haben. Morgen kannst du essen, wie viel du willst. Morgen, ja, in der Früh, nach Schacharit, kannst du essen, wie viel du möchtest. Aber am Abend musst du mit Wort machen. Deshalb, am Ende essen die Afikoman, der Mensch muss das im Kopf haben die ganze Zeit. Ich muss aber meinem Bauch ein bisschen aufpassen. Der Afikoman muss sein, bete er wohnt. Das sind diese drei Matzot. Doch, Mausim, ein Mensch, er hat schwer Zähne, trocken, okay, der Halacha erlaubt, so ein Typ, er hat schwer ältere Personen, er kann die Matzah auch nass machen, feucht machen, damit es besser geht, und wenn jemand überhaupt, er hat überhaupt keine Zähne mehr, man kann ihm auch die Matzah zerbröseln und mit Löffel füttern, geht auch. 27 Grad. Ja, wenn es nicht anders geht, aber ein gesunder Mensch macht es nicht nass, ist es trocken, ohne Salat, gar nichts. Nicht die Mitzvah. Danach ja, aber nicht, wenn er isst die drei. Nachon. Und? Nachon. Und die Matzah essen wir links angelehnt. Wer die Matzah nicht links angelehnt gegessen hat, muss sie nochmal essen. Ich hatte mal einen Gast bei mir und er hat das versäumt. Und er hat gesagt, wir müssen es nochmal essen. Was? Also nachdem du isst ein ganzes Stück Matzah, dann musst du nochmal essen. Na? Deshalb, man sollte das nicht vergessen, damit man das nicht... So, wie lehnt man sich links an? Ich bin jetzt gespannt. Was ist links anlehnen? So? Nach hinten? Nein. Was ist links anlehnen? Ja, fair. Ja, links anlehnen heißt, du lehnst dich an, links, aber nicht in der Luft. Entweder du hast eine Lehne, Sessel lehnen, so, nicht der Sessel, Arme, drauf, so.
Oder du drehst deinen Sessel ein bisschen. Die Rückenlehne machst du zu deiner Hand, Armlehne. Das ist nicht links angelehnt, tut mir leid. Das ist nach hinten angelehnt. Nein, du musst dich an was an. So, oder am Tisch. So, so. Du lehnst dich auf der rechten Seite an. Das ist überhaupt rechts, was du machst. Nein, nein, das ist nicht links angelehnt. Okay? Gut, top. Okay, das ist also die Mitzwa Nummer 2. Mitzwa Doraita. Was ist Mitzwa Nummer 3? Maro. Wir haben, wir essen Maro. So, bei Mädchen, die Sfaradim machen ein bisschen leichter, weil sie essen Maro, das ist Kochsalat. Aber die Ashkenazim, sie machen sich das Leben in dieser Sache schwer. Sie müssen essen, Maro bedeutet bitter, ja. Aber es gibt eine Streitfrage und eine Puskin, was muss das genau sein? Es gibt verschiedene, ich glaube, die Mishnah zählt 7 Sachen auf, die Maro sein können. Aber der Brauch bei Ashkenazim ist, dass das Maro nicht nur bitter sein muss, es muss ein Urscharf. Das muss ein scharf, scharf, scharf. Was haben sie gefunden? Krähen. Wie ich trenne, was ihr kennt, gefüllte Fisch. Das Rote mit roten Rüben. Das ist schon, das ist schon gezuckert. Sondern nur das Weiße. Krähen. Krähen, krähen, krähen. Und jedes Mal, vor Pesach, jedes Mal, wenn ich diesen Krähen nehme und ihn zerkleine in der Maschine, ziehe an Handschuhe, tschk, tschk, Maske, tschk. Und dann, wenn du nur aufmachst, aber das ist nicht lange scharf, das ist 2 Tage scharf. Machst du sogar, wenn du zumachst in der Flasche, so kannst du im Behälter. Am ersten Mal ist es noch urscharf, 2 Tage, das ist schon so schon locker. Ja. 27 Gramm? Also bei Met jetzt, Maror muss man essen 27 Gramm. So Sfaradim essen nur Maror. Also nur Blatt, Blätter, Blattsalat, Kochsalat, 27 Gramm. Zweimal. So Ashkenazim essen 27 Gramm von Blatt und Chrein zusammen. Also ein kleines Stück Blatt und auch Chrein drauf. 27 Gramm zusammen. Okay? Chrein. Scharf. Warum essen wir Maror? Nein, Jan. Sagt man. Zu erinnern, wie bitter es war als Sklave in Ägypten. Oh, bemerkt, er sagt es richtig, um sich zu erinnern, es war bitter, aber was hat das? Das hat noch eine Bedeutung. Was hat das noch für eine Bedeutung? Matt, es gibt eine große Frage. Wie Leila Seder, das ist doch ein Fest. Wir sind doch wie Könige. Links angelehnt, wir sind frei und wir essen Maror. Nicht erzählen, wir essen Maror, wir schmecken, dass es bitter ist. Wir sind aber jetzt freie Menschen. Das ist wie bei einer Hochzeit redest du über einen Verstorbenen. Sag mal, Tim, das passt doch gar nicht zusammen. Wie kann man zu Leila Seder so ein großes Fest tun? Und laut, gut, Sfaradim essen so, die spüren vielleicht nichts. Ashkenazim, die beginnen noch gleich zu weinen, so scharf ist das. Wie kann man sich dabei freuen? Mit eines der Erklärungen sagt, warum machen wir das? Warum zu Leila Seder? Wir essen Maror. Also eine Erklärung ist, weil wir sind noch immer in Galut. Maschir ist ja noch nicht da. Ach komm, wir sind aus Ägypten draußen, aber nicht vollkommen. Und seit Auszug aus Ägypten bis heute haben wir viele schlechte Dinge erlebt. Das ist bitter. Und wer weiß, was morgen passieren wird, Chas v'Shalom. Deshalb wir essen Maror, um zu sagen, es ist noch nicht, wir sollten noch nicht zufrieden sein, wie es uns heute geht. Aber es gibt noch einen anderen Grund, der sagt, warum essen wir Maror? Weil wir wissen, Am Israel war in Ägypten, Bekur Barzel, man vergleicht die Sklaverei in Ägypten wie ein Stahlwerk, wo man Stahl einschmilzt, damit das ganze Stahl, du nimmst ein Metall, du schmilzt es ein, dann machst du es sauber. Und dann gießt du es Gold, Silber, das ist ja alles vermischt mit Schmutz. Und Am Israel in Ägypten, das war wie ein Stahlwerk. Und man hat sie sauber dort gemacht. Wozu sauber? Damit sie die Tora bekommen können. Und wir wissen, die Gemara sagt es, dass Leid, das ein Mensch hat auf dieser Welt, Gott damit macht ihn sauber von seinen Sünden. Das wissen wir. So, und wir kommen und sagen, schau lieber Gott, wir essen jetzt Maror. Wir wissen, wir sind nicht perfekt. Aber wir bitten dich, das Maror, das wir essen, das tut ein bisschen weh. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Wir bitten dich, dass das Maror, das wir essen, das soll das Leid sein, das genug ist, um uns sauber zu machen. Wir kommen hier und sagen zu Gott ein Gebet. Wir wissen, wir verdienen für unseren Blödsinn, den wir gemacht haben. Wir verdienen. Aber wir wissen, wir essen jetzt Maror und wir wissen, man muss ein bisschen leiden dafür.
Wir essen jetzt Maror und all den Tikkun, all die Reparatur unserer Seele durch Leid, die auf uns zukommen sollte, das soll alles sein in diesem Stück Maror, das wir essen. Deshalb wollen wir jetzt ein bisschen uns ableiten mit dem Maror, damit wir so reingewaschen wurden. Das erklärt auch, warum wir Maror tunken in Charoset. Charoset ist doch süß. Warum Charoset? Lehm. Ron. Lehm. Gatsch. Wir haben Ziegel gemacht aus Lehm. Aber wie? Wir nehmen Maror bitter. Charoset süß. Mag Kesche. Dann mach Mehl. Dann mach andere Symbole. Etwas Salziges. Warum etwas Süßes? Dieselbe Pointe. Das ist ein Gebet, das wir zu Gott sprechen. Wir sagen, das ist Maror, es ist bitter. Und wir wollen es ein bisschen versüßen. Wenn wir auf den Kopf kriegen müssen, kommen wir jetzt und nehmen dieses Maror. Und nicht nur, dass wir mit diesem Maror unser Leid erledigen wollen, sondern auch das ist uns schon zu viel. Wir wollen auch dieses Leid nicht haben durch dieses Maror. Wir machen es süß. Ich will lernen, Tiket Agvot, ein Ausdruck in der Kabbalah, um zu versüßen deine Strenge. Das auch, wenn du mit uns streng sein möchtest, wir wollen es ein bisschen süß machen, damit es nicht zu hart ist. Also wenn voller, und du denkst, das ist nur Symbolik, aber der Mensch, indem er das zu Lele Seder macht, er bewirkt diese Dinge. Das ist wie ein Yom Kippur-Gebet, wo ja Gott sagt, bitte vergib mir meine Sünden, Becheset, Berachamim, mit Güte und so weiter. Er macht Maror, er macht Charoset. Er bewirkt diese Gebete durch Taten. Und der Lopas schuld. Man muss wissen, die Wichtigkeit dieser Dinge. Okay? Gut. Dann ist Maror. Und wir essen zweimal Maror, je 27 Gramm. Aber wir sagen doch eine eigene Bracha auch. Alachilat Maror. Aber wir sagen nicht Bore Pri Hadama. Das sagen wir nicht. Weil es gibt ja einen Zweifel bezüglich dieser Bracha. Aber wir sagen Bore Pri Hadama bei Karpas. Bei Karpas, wo wir tunken in Salzwasser, ein bisschen Gemüse, sagen wir Adama und haben die Kavana auf Maror auch. Und deshalb bei Karpas essen wir nicht viel, ganz wenig, so dass wir nicht eine Bracha Achrona sagen danach. Das ist, von dem Karpas essen wir ganz wenig, ja, weniger als 27 Gramm, weil die Bracha Achrona danach ein Problem, ein Zweifel ist. Das ist ganz wenig und machen das nur für die Kavana auf. Auf das Maror. Gab ihr Taiti? Ja. Okay. Das ist also die dritte mit Samachor, aber nicht links angelehnt. Nicht links angelehnt. Nicht links angelehnt. Und doch, Bemet Avamot Chashuv, dieses Maror müssen wir Bemet gut kontrollieren auf Ungeziefer. Ja, muss man schauen. Entweder man kauft das schon Kosch, ob es das gibt, weiß ich nicht. Oder man bemerkt, kontrolliert es, man nimmt es vor Licht, waschen allein ist nicht genug. Es gibt Jahre, wo das sehr sauber ist, da gibt es Jahre, das ist urschmutzig, das Ungeziefer drinnen. Je nachdem, wie die Ernte ist anscheinend, muss man aber gut kontrollieren. Und wenn man es tut in Salz- oder Seifenwasser, dann nur ganz, ganz wenig, nicht viel. Denn wenn es zu viel ist, dann wird es ganz, ganz lätschert und dann ist das schon nicht mehr bitter. Dann ist es wie gekocht. Da machen wir den Mitzvah damit nicht mehr. Ja? Gabi, ja? Mhm. Gut. Das ist Maror. Ja. Nun, die vierte. Das Maror ist heute mit der Rabbanan, ist nicht Doraita. Warum nicht? Weil laut der Torah essen wir Maror mit Pessachopfer zusammen. Aber da würde er kein Pessachopfer haben. Ist Maror nicht mehr eine Mitzvah von der Torah, es ist aber von den Rabbanan geblieben. Okay. Wir heute machen vier Mitzvot, aber zur Zeit von Beit HaMikdash, es waren fünf Mitzvot. Es war auch Pessachopfer. Heute wir können wir überhaupt kein Pessachopfer essen. Okay? Wir machen Leila Seder und wir checken eigentlich, wo ist eigentlich das Pessachopfer? Wo ist eigentlich das wichtige Opfer? Das ist das einzige Opfer, das jeder bringen musste. Oder jede Familie bringen musste. Es gibt nicht noch ein Opfer, das wir haben, das jeder bringen muss. Es gibt die Opfer für die Allgemeiner, die Feiertagsopfer. Dann, wenn jemand hat gehabt irgendetwas, er bringt ein Opfer. Aber es gibt nicht eine Sache, wo jeder bringen muss. Endermalkasse, nur das Pessachopfer. Das einzige Opfer, das jeder bringen musste. Und wer es nicht gebracht hat, gibt es einen extra Feiertag. Pessach Sheni, einen Monat danach, dass er es nachholen kann. Okay? Und wer das Pessachopfer nicht bringt,
Karet, eine sehr schlimme Strafe. Und es gibt keine Mitzwa, wo es bei den Michtefühlen Karet gibt, außer Brit Milah und Pessachopfer. Also das eigentlich, das ist der Chaser min Hasefer. Das Pessachopfer fehlt eigentlich in der ganzen Geschichte, weil Maef Shalasot, es gibt kein Beta Miklas. Aber das ist ja nur ein Symbol. Ja, wir symbolisieren es. Okay. Und die vierte Mitzwa sind Arba Kosot Yain, die vier Becher Wein. Vier Becher Wein. Wein nehmen wir, nicht Traubensaft, es soll Wein sein. Nachon, es gibt leichten Wein, starken Wein. Jeder mit sich, was eben verträgt, aber es sollte Wein sein. Frauen und Kinder nehmen Traubensaft. Rotwein ist besser als Weißwein. Soll Wein sein, muss schauen, für Sfaradim, nicht jeder Wein ist Wein. Ja, nicht jeder Wein ist Hagefen. Sfaradim müssen schauen auf die Flasche, das auch steht, Lifishitata Beit Yosef. Hafnerweine sind auch für Sfaradim gut, aber es gibt, wenn man kauft Wein aus Israel oder woanders, französische, italienische Weine, muss man sicherstellen, dass das auch für Sfaradim ist Hagefen. Der Unterschied zwischen Sfaradim und Ashkenazim ist, wie viel Wasser man hinzufügt. Jeder Wein hat ja Wasser, der verdünnt ihn mit Wasser. Und die Sfaradim sind strenger. Man darf das nicht zu viel verdünnen. Und Ashkenazim sind die viel leichter. Die verdünnen, da ist viel mehr Wasser drinnen. Gell? Also das ist mal eine Sache. Es muss also sein Wein, wo man da Bräupiregefen sagen kann. So, vier Gläser Wein, vier Becher Wein, Minimum 86 Milliliter muss jeder Becher fassen. Und man sollte ihn immer voll machen und ganz austrinken. Das ist die Mitzwa. Wer es nicht schafft, soll das meiste austrinken. Aber wenn jemand die Überlegung hat, soll ich mir kaufen einen großen Becher, dann trinke ich ihn immer über die Hälfte aus. Oder einen kleinen Becher und dann trinke ich ihn ganz aus, soll er lieber nehmen einen kleinen Becher, damit er ihn ganz austrinken kann. 86 Milliliter. Ja, das sind nicht Stammballgläser, sind zu klein. Mhm. Muss man schauen. Diese türkischen Teegläser. Die ja, nicht. Kann sein. Das kann man dann kann man schauen. Genau, 86 Milliliter Wein, Rotwein. Und wir trinken alle drei, vier links angelehnt auch. Aber nicht, okay, sagt einer, ich trinke vier hintereinander. Nein, diese vier Gläser Wein muss man trinken zu gewissen Stellen in der Haggadah. Wir trinken sie auf etwas, nicht einfach so. Erstes Glas trinken für Kiddush. Zweites Glas trinken wir auf die Haggadah, die wir zu Ende gelesen haben. Drittes Glas trinken wir auf Birkat Hamazon. Viertes Glas trinken wir auf Hallel. Also wem jemand trinkt vier auf hintereinander, hat er mir zwar gar nicht gemacht. Er geht schlafen. Der laut Ashkenazim, man sagt über jeden dieser Becher eine eigene Bracha. Vier Brachot Hagefen. Sfaradim steht alles hier. Sfaradim sagen nur zweimal eine Bracha. Einmal bei Kiddush und einmal bei Birkat Hamazon. Okay. Ja, aber bei Leila Seder machen wir auch alleine, wenn wir alleine sind. Machen wir, trinken wir. Was bedeutet das? Nein, die Chachamim haben eingeführt vier Becher. Es hat Gründe, warum sind es vier Becher? Der Pschat, ganz einfacher Grund ist, weil vier Becher, weil als Gott sagt, Moshe Rabbeinu, dass er uns aus Ägypten rausholt, erwähnt er vier Ausdrücke der Geula, vier Ausdrücke der Erlösung. So sagt der Vers in Schmott. Und ich werde euch wegführen aus Ägypten, Nummer 1. Und ich werde euch erretten, aus ihrem Dienst Nummer 2. Und ich werde mit ausgestrecktem Arm euch erlösen, Nummer 3. Und ich werde euch mir zum Volk nehmen, Nummer 4. Also vier Ausdrücke der Geula. Deshalb trinken wir vier Gläser Wein. Um uns zu gedenken an diese vier Leshonot, vier Ausdrücke der Geula, trinken wir vier Gläser Wein. Andere Erklärung, das sind die vier Imahot, Sarah, Rivka, Rachel und Lea. Ja, eine andere Erklärung sagt, laut Gematria, weil es hat die Zahlenwerte, es gibt, die Zahlenwerte sind identisch. Ja, wenn du nimmst Kos Yain, die zwei Wörter Kos Yain, ergibt das den Zahlenwert 156 und mal 4 ist das 624. Und 624 ist auch der Zahlenwert von Cherut. Cherut bedeutet Freiheit. Und so ist es, Wein
nicht Traubensaft und 4 Gläser Wein. Aber auch, man kann auch, wenn man Bricata Amazon alleine macht, kann man auch machen auf einen Becher. Kann man auch machen. Unabhängig von Pessach. Überhaupt, jemand, der nach Bricata Amazon, wenn der Bricata Amazon auf einen Becher Wein sagt, das ist Mehudar, das ist sogar was Gutes. Das muss, bei 10 ist das eine Pflicht. Bei 10 ist es eine Pflicht, das zu machen. Auch alleine kannst du das machen. Wenn du alleine sitzt, kannst du das auch machen. Und deshalb bei Leila Seder machen wir das alle. Doch, und vielleicht noch eine wichtige Sache bezüglich den 4 Bechern Wein. Jeder braucht einen eigenen Becher. Nicht wie Kiddush, einer für alle. Und jeder muss trinken, auch Frauen trinken. Links angelehnt, links auch Frauen links angelehnt. Na gut, das können wir 7 Frauen brauchen nicht. Aber das war immer auch Frauen links angelehnt. Müssen Frauen 86 Gramm trinken? Mit Sanavim, Traubensaft können sie trinken. Amigil Chinuch. Man muss, die Kinder machen ja auch mit so, Zizit. Wein oder? Nein, Traubensaft. Aber auch ein Becher Wein. Aber die Frauen müssen sich nicht anlehnen bei den Kindern? Aschkenazim nicht. Aschkenazim müssen die Frauen überhaupt nicht anlehnen. Aber schon trinken. Trinken schon. Ja? Das heißt also, wir haben auch, aber auch diese Mitzwa ist heutzutage der Rabbanan. Ist nicht Doraita. Matthias war nie Doraita. 4 Gläser Wein war nie Doraita. Das haben die Chachamim eingeführt. 4 Gläser Wein. Okay, anhand dessen verstehen wir, dass wir brauchen für Leila Seder, das muss man organisiert haben vor Leila Seder, genug Matzah Shmura, genug Wein, genug Maror und jeder braucht eine Haggadah in seiner Sprache. Ja, wir brauchen also diese 4 Dinge, muss jeder sich organisieren vor Leila Seder. Das ist wichtiger als Fleisch, als Fisch, als Salate und so weiter und so weiter. Das ist das Wichtigste. Wenn du dann noch Platz hast zum Essen und zum Trinken, kannst du trinken Saft und kannst du essen Fleisch und was du möchtest. Aber das sind diese Mitzvot. So, deshalb, der Mensch muss gut überlegen, welchen Wein kann ich trinken, damit ich alle 4 Gläser schaffe und auch auf die Komma noch esse mit Appetit. Wenn ich trinke 15%igen Wein, werde ich da, weil jeder kennt sich, wird er vielleicht nicht mehr schaffen. Okay? Man muss überlegen, man muss also abwägen, wie viel kann ich, wie viel wo essen und damit nicht noch am Schluss Hallel trinken kann, meinen letzten Becher Wein. Ja? Mhm. Gut. So, diesen Leila Seder haben wir etwas Besonderes, nämlich es fällt auf Shabbat und auf Mozei Shabbat. Deshalb erster Leila Seder machen wir Shabbat und Yom Tov. Kombination zusammen. Na? Ja, umso besser. Und der zweite Leila Seder machen wir die Havdalah mit Kiddush zusammen. Hier steht das auch drin. Ja, deshalb, wir machen Havdalah mit Kiddush ohne Bessamim, keine Gewürze, und ohne Ner. Weil unser Ner sind eigentlich die Nerot Shabbat, die man schon angezündet hat, aber kein eigener Ner, nicht eine eigene Kerze. No, no. Man nimmt keinen Nerv für Havdalah. Ich stelle mir vor, dass die Kerzen die anziehen, das ist. Man macht gar nichts. Und man sagt die Bracha, weil man hat, die Frau hat ja schon Kerzen gezündet, vom Yom Tov. Man darf auch Feuer machen, also von Feuer zu Feuer. Aber man nimmt keine Spitze, man macht gar nichts. Man macht nur die Bracha und macht gar nichts. Okay? So, was ist der Unterschied zwischen Shabbat und Mozei Shabbat? Dass bei Shabbat kann ich nichts mehr machen für Leila Seder. Ich muss alles schon vorher vorbereitet haben. Alles mit Platte, alles muss schon sein. Ich kann nichts mehr, ich habe was vergessen. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe keine Eier gekocht. Kannst du Shabbat nicht mehr Eier kochen? Und Mozei Shabbat, du kannst kochen. Von Feuer zu Feuer, wenn du möchtest. Kochen ist erlaubt. Noch ein Unterschied. Das Beleila Seder, Abend Nummer 1, wir achten darauf, den Afikoman zu essen bis Mitternacht. Das ist dieses Jahr 0.54 Uhr. 0.54 Uhr. Aber zweiter Leila Seder, man achtet nicht mehr so darauf, den Afikoman zu essen bis dahin. Man kann auch länger sitzen. Deshalb erster Leila Seder, man redet nicht, man erklärt nicht zu viel, damit man den Afikoman rechtzeitig essen kann. Zweiter Leila Seder, man achtet nicht so sehr darauf. Ah? Man beginnt nach Kerzenzünden, ja? Wann? Mit dem ganzen
Dann tut Kerzen zünden. Nein, du redest am zweiten Lenners. Am ersten. Ja, nein, die Frau zündet Kerzen lange davor, weil es ist ja auch Schabbat. Da sage ich ja, vor Schabbat. Sie zündet die Kerzen. Mit Schabbat kann man schon beginnen? Nein, man geht Beta Knes. Nein, man kann erst Lilas oder beginnen, wenn es Nacht ist. Die Frau zündet Kerzen 20. 50 Minuten davor. Aber beginnen kann man Lilas oder erst, wenn es Nacht ist. Wenn begonnen hat, Pessach. Das heißt 20 Uhr, ich weiß, 20.40 Uhr, glaube ich, steht hier. Also so geht man davor, Beta Knes. Ja, es noch, da war Chashuv, Bet Knesset dieses Mal ist sehr wichtig und man sagt Hallel dieses Mal. Das ist das einzige Mal im Jahr, wo wir sagen Hallel in der Nacht. Ich rede nicht Leila Seret, jede Bet Knesset sagt man Hallel in der Nacht. Das ist wichtig zu sein, Bet Knesset. Mit Bracha, mit allem. Da sagst du nochmal zu Hause Leila Seret. Also man geht Bet Knesset, nimmt den Sohn mit, wenn er alt genug ist. Gut, noch eine wichtige Sache für dieses Jahr, das ist jedes Jahr so, aber vor allem für dieses Jahr, wir können nicht vorbereiten von Leila Seder 1 auf Leila Seder 2. Deshalb, der Leila Seder beginnt automatisch viel, viel später. Weil die Frau kann erst beginnen zu machen, Sidurim, aufdecken, erst wenn Shabbat rausgegangen ist. Das heißt 15 Minuten bevor du nach Hause kommst vom Bet Knesset, obwohl das Gebet dauert länger, die Frau kann erst organisieren oder so. Aber man kann nicht vorbereiten davor, im Schabbat, für den nächsten Abend. Okay, vielleicht noch ein paar wichtige Sachen. Vielleicht machen wir schnell noch durch diese 10, diese Stationen. Ja, also wir beginnen Leila Seder mit dem Kiddush. Wie jedes Mal, wir machen einen Kiddush. Dieses Mal trinken aber alle links angelehnt. Dann machen wir Ruchatz, waschen uns die Hände. Wegen Karpas, weil wir wissen, warum waschen wir die Hände, bevor wir Karpas essen. Wir meißen ja nicht Brot. Das ist ein einfacher Halacha. Weil wenn du isst etwas nasses Gemüse, musst du davor die Hände waschen. Ohne Bracha. Ohne Bracha. Wenn du isst Trauben, dann mitten am Tag, das ist nass, musst du davor eine Tilatedai machen. Ohne Bracha. Ohne Bracha. Und hier tunken wir ja den Karpas in Salzwasser. Das heißt, die Hände können dadurch auch nass werden. Deshalb waschen wir die Hände, machen Karpas, sagen die Bracha auf den Karpas. Hadamah. Warum das alles? Hände waschen und Karpas, das ist, wissen wir. Weil es eine Sache ist, die wir nie machen. Normalerweise machen wir dann Brot und Essen. Auf einmal, wir machen Dinge dazwischen. Alles, damit der Abend anders ist und die Kinder fragen. Deshalb fragen die Kinder, Mami, stand da Laila Seh. Eines der Fragen ist, Kola lelo tovlim pam echad. Laila Seh, stepami. Alle Nächte, wir tunken einmal ein. Brot in Salz. Und dieses Mal zweimal. Karpas in Salzwasser. Was ist das? Also eines der Fragen, die Kinder fragen. Gell? Das ist, damit sie fragen können, wir müssen das hier machen, damit sie nicht fragen warum, auf... Warum Salz? Karpas in Salz? Nur wir wissen, Salzwasser ist ja ist auch Sklaverei. Auch Karpas erklärt man. Samech, Parech. Karpas sind die Buchstaben Samech, Parech. Parech ist schwere Arbeit. Und Samech ist 60. 600.000 haben gearbeitet. Das jüdische Volk hat gearbeitet, harte Arbeit. Karpas. Denn Karpas, viele nehmen Kartoffel, aber viele nehmen auch Zwiebel, weil es wirklich ein bisschen bitter ist auch, scharf ist. Gut, danach machen wir Yachatz. Yachatz, warum machen wir Yachatz? Wir nehmen die mittlere Matzah, zerbrechen sie. Warum machen wir Yachatz? Okay, aber warum brechen wir? Wir können nehmen eine andere Matzah, weil Yachatz, weil wir wollen ja erfüllen die Mitzvah von Lechem Oni. Matzah ist Lechem Oni. Und Lechem Oni ist keine ganze Matzah, es ist eine gebrochene Matzah. Deshalb müssen wir eine Matzah brechen, dass wenn wir dann die Bracha sagen, Hamozi Lechem in Aretz und Alachilat Matzah, müssen wir beide Elemente haben. Wir müssen haben zwei ganze Matzot, wie jeden Feiertag. Und wir müssen aber auch haben eine gebrochene Matzah für die Bracha Alachilat Matzah, weil es ist ja Lechem Oni, das Brot der Amen. Deshalb machen wir schon jetzt, wir brechen jetzt, damit wir dann das schon vorbereitet haben. Dass wir auch ein gebrochenes Matzah haben. Okay, der Halacha. Dann wissen wir, Midrash sagt, dass
wir brechen, um zu sagen, dass Gott uns das Meer gespalten hat in zwei. Also brechen wir die Matzah als Ausdruck der Meeresspaltung. Dritte Erklärung sagt, wieso brechen wir die Matzah? Wo am Am Israel war gebrochen in Ägypten, aber am Schluss ging es bergauf, sie haben bekommen die Tora. Auch wir brechen die Matzah. Das ist, der Mensch fällt im Leben manchmal, aber am Schluss bekommt er Afikoman. Afikoman bleibt immer am Schluss. So, auch ein Mensch muss wissen, egal was im Leben passiert, aber am Schluss sieht er immer, wie es wieder raufgeht. Am Schluss wartet auf ihn ein gutes Geschenk, wenn er in seinem Glauben stark ist. Das ist das Brechen der Matzah. Was heißt Afikoman? Afikoman sind Matana. Nachschwe, Kinuach, Matanatova. Okay, gut, dann haben wir den Magid. Danach kommt schon der Magid. Und nachdem wir den Magid beendet haben, trinken wir den zweiten Becher Wein, waschen uns die Hände für Matzah, dann sagen wir die Brachot, zwei Brachot, Hamotzi, Lechem in Haaretz und Alachilat Matzah. Ja, wenn wir sagen Hamotzi, halten wir alle drei Matzot in der Hand. Wenn wir sagen Alachilat Matzah, die letzte Matzah, die ganz ist, lassen wir weg. Und dann haben wir auch eine halbe Matzah und eine ganze und das ist das Brot der Armen. Gut, nachdem wir die Matzah gegessen haben, links angelehnt, 27 Gramm, gehen wir zum Maror über, wie wir gelernt haben. Dann machen wir Korech, eine Kombination zwischen Maror und Matzah. Wie gewusst, es gibt eine Streitfrage, ob man Matzah, ob man diese zwei mit Zwot unabhängig voneinander macht, Matzah und Maror, oder ob sie kombiniert sind, ob man sie zusammen essen muss. Das machen wir Matzah alleine, Maror alleine und dann wieder Matzah und Maror zusammen. So, bei mir, das wissen viele Leute nicht, dass Alachilat Matzah, Maror und Korech, sie gehören alle zusammen. Deshalb, wir reden dazwischen nicht. Dinge, die man nicht reden muss, weil es ist eine Mitzvah. Wir machen sie richtig. Wir machen alle Variationen durch, um die Mitzvah zu richtig zu machen. Deshalb, das ist also alles ein Proz, ein, in einem Verlauf. Deshalb, wir reden dazwischen nicht. Okay? Nicht unnötige Sachen. Gut, dann kommt Shulchan Orech. Traditionell beginnt man mit einem hart gekochten Ei. Secherlich urban Arbeit. Am Ende essen wir Zafun, den Afikoman. Danach dürfen wir nur noch Wasser trinken. Aber nichts mehr essen. Also außer den zwei Gläsern Wein nur noch Wasser trinken, wenn durstig ist. Dann kommt Barech auf den dritten Becher. Dann kommt Hallel. So vor Hallel machen wir die Tür für Leon. Wie? Wir sagen, Shfoch Hamatcha Lagoim. Wir bitten Gott, er soll uns den Maschir bringen. Und in den Schriften steht geschrieben, diese Zeit, wo man für Leoner wie die Tür aufmacht, ist Et Ratzon Meod Gadol. Das ist eine im Himmel sind die Tore weit offen. Und der Mensch kann zu dieser Zeit Dinge bitten. Und ich glaube, der Rabbi Rashab hat gesagt, der Mensch muss wissen, dass er dieser Zeit nicht um Blödsinn bitten soll, sondern um wichtige Sachen. Dort wird der Ausdruck erwähnt, der Mensch soll darum bitten, ein Mensch zu sein. Also sich zu verhalten, wie sich ein Mensch zu verhalten hat. Ein Mensch in deinem höchsten Titel, in deinem höchsten Titel Ich. Ich, der Mensch hatte vier Namen. Ja? Vier Stufen, vier Namen. Der höchste Titel ist Ich. Weil dort das Jud von dem Namen Gottes drin ist. Der zweite Name ist Gever. Er überwindet sich. Er kämpft. Der dritte Name ist Adam. Adam mit Bezug zu Adama. Vierte Stufe ist Enosh, negative Stufe. Enosh. Wenn du sagst, Enosh bedeutet wie menschlich. Ja? Was menschlich ist, natürlich. Es ist ja menschlich, es ist ja normal, natürlich. Ja, deshalb, Ich ist die allerhöchste Stufe. Man soll darum bitten, ein Mensch zu sein, ein Ich zu sein. Also, und nicht Kleinigkeiten bieten. Gut. Dann machen wir Hallel, darauf sagen wir den vierten Becher und Nirza, Zmirot und so weiter. Okay? Nun, im Sinne soll sein, Pesach Kasher V'Sameach, mögen alle unsere Gebete erhört werden. Gott Hashem, mögen wir noch dieses Jahr das Pesach-Opfer essen in Jerusalem, in Rav Amen. Amen. Geht Nirza. Sage Woche.